Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Monatslegung und zwar für das Sternzeichen der Fische, auch für die Aszendenten, Mondzeichen, auch diese können da natürlich ohne weiteres sich wiederfinden. Ja, das Ganze wird sich so gestalten. Ihr seht hier schon vier verschiedene Linemordecks. Weil das in dem letzten Monat sehr gut angekommen ist, werde ich es auch erstmal so beibehalten. Und zwar haben wir einmal das Linemordeck Epic Light, dann haben wir das Deck Miamondo, Timus Lichtblick und Golden Magic Linemord von Gabriele Mokros. Aus diesen vier Decks ziehe ich jeweils drei Karten für die erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche. Die Überschrift wird wieder aus dem Krafttier-Orakel-Deck gezogen. Verzeiht, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Und ich mache euch Zeitstempel rein für diejenigen, denen hier das Mischen zu lange dauert, denn bei den vier Decks mische ich live, bis die drei Karten sich zeigen. Und deshalb werde ich euch einen Zeitstempel reinsetzen, wann es genau mit der Deutung losgeht. All die anderen informiere ich noch insoweit die genannten Kartendecks. Und all die sonstigen, die ich für meine Legungen verwende, findet ihr immer hier unter dem Link in der Infobox. Und ansonsten natürlich der Hinweis, es ist auch heute wieder eine allgemeine Legung. Das heißt, diese Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber ich rate bei den Monatslegungen wirklich immer dazu, dass man vielleicht so nach zwei Wochen einfach noch mal reinschaut, um zu sehen, was stimmte denn von den Vorhersagen jetzt in den hinter mir liegenden zwei Wochen? Was ist denn eingetroffen davon? Und dann weiß man, dass diese Legung, sofern wirklich eingetroffen ist, diese Legung dann auch für einen bestimmt war. Und das ist einfach in allgemeinen Legungen, es kann nicht immer für alle stimmen. Das wäre anmaßend, das zu behaupten oder auch zu erhoffen. Aber ich denke, gerade in diesen Legungen sieht man oft, dass sich zumindest immer irgendwo etwas versteckt, wo man sagt, das hat auf jeden Fall wirklich auf mich zugetroffen. Und von daher genießt es, lasst euch überraschen und schaut genau hinter die Kulissen sozusagen. Ja, und ansonsten nutze ich die Zeit des Mischens jetzt noch, um mich ganz, ganz herzlich bei euch zu bedanken. Also ich bin immer wieder wahnsinnig erfreut, überrascht, dass die Abonnentenzahlen jetzt wirklich so rapide angestiegen sind. Und da bin ich euch wirklich von ganzem Herzen dankbar. Ihr wisst, das Ganze hier ist kostenlos, aber es ist trotz allem, auch wenn so eine Legung für euch sichtbar nur 15, 16 Minuten ist, es ist ein Zeitaufwand, der Zeit in Anspruch nimmt und da will ich mich auch jetzt nicht beklagen. Im Gegenteil, ich mache es gerne, weil wenn dann, so wie jetzt, die Abonnentenzahlen steigen, dann weiß ich, ich habe es richtig gemacht. Das ist eure Wertschätzung mir gegenüber. All diejenigen, die hier das Glöckchen aktivieren, die belohnen mich damit. Und das schmälert nicht, dass ich sage, nur die sind für mich wichtig. Nein, ich erfreue mich wirklich auch an jedem Daumen hoch und an jedem Kommentar und bemühe mich auch diese Kommentare immer wieder zu beantworten beziehungsweise auch da ein Dankeschön zu hinterlassen. Und das, denke ich,
ist dann für beide Seiten doch so ein Gefühl, dass man sagt, wow, das wird anerkannt. Ja, und das ist einfach etwas, da möchte ich mich bei euch ganz herzlich bedanken und ja, hoffe einfach, dass ihr mir weiter treu zur Seite steht, auch wenn es in einer allgemeinen Legung mal nicht 1:1 für euch passt. Und jetzt gehen wir hier so langsam in den Endspurt. Von Timos Lichtblick hätte ich jetzt gern noch 2 Karten. Oi. Nee, so viele nicht. Die eine war schon. Eine Karte hätte ich da gerne noch. Dankeschön. Und nun kommen wir zu den letzten Deck von Gabriele Mokros. Auch wunderschöne Karten, die ich immer wieder sagen muss. Aber ich finde, dass wirklich jedes Deck immer etwas Schönes hat. Und deshalb, huiuiui, versuche ich auch immer, euch die verschiedenen Decks nahe zu bringen, beziehungsweise die in die Legungen einzubringen, damit da auch Abwechslung drin ist. So, ihr Lieben, und jetzt geht es los. Wir schauen, welches Krafttier euch begleitet. Wow, wunderschöne Karte. Da haben wir den Panther, Leopard, mit der Überschrift Perfektion. Vertraue auf den Augenblick. Leere deinen Geist und öffne deinen Blick. Wage leicht und mühelos den Sprung ins Unbekannte. Ja, vielleicht macht man oft den Fehler, dass man zu viel Unsicherheit in seine Gedanken eigentlich auch reinfließen lässt. Und diese Unsicherheit verhindert vielleicht mal spontan wirklich mühelos den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Ich denke, Unbekanntes macht auch Angst. Und deshalb ist es also so, dass man immer sagt, wow, sollte ich es wirklich jetzt machen? Soll ich es wagen? Wir schauen mal, was hier bei den Fischegeborenen sich zeigen will. Wir haben hier im Grunde genommen für die erste Woche den Baum, die Schlange und das Buch. Das heißt, hier wartet wirklich Wachstum. Hier wartet Gesundung, Verwurzelung. All das wartet auf euch, wenn ihr vielleicht wirklich mal den Augenblick genießt und den Sprung ins Unbekannte wagt. Ihr kommt damit raus aus Verstrickungen und ihr könnt dann problemlos ein neues Kapitel öffnen in eurem Leben. Also das heißt, dieses Wagnis, was sich vielleicht für euch darstellt, wo man sagt, wow, ich weiß aber nicht, wie das ausgeht, dieses solltet ihr vielleicht im Oktober wirklich mal annehmen. Nehmt es an und kommt damit in die Kraft, in die Gesundung, in die Stabilität. Und das hilft euch raus aus den Verstrickungen, wo ihr vielleicht diese ganzen Unsicherheiten einfach dadurch mal ablegen könnt und ein neues Kapitel eröffnen könnt in eurem Leben und für euer Leben. Und wir schauen, was die zweite Woche bereithält. Da haben wir den Fuchs. Da haben wir die Wolken und da haben wir euch als Fragesteller. Und das ist auch wieder sehr, sehr passend. Man sieht bei dem Fuchs nicht immer nur Boshaftigkeit oder Hinterlist. Man bezieht den Fuchs auch in eine Position, wo man sagt, schlaues Vorgehen. Du gehst hier schlau voran, aber du bist immer noch beschäftigt mit den Wolken.
Du bist immer noch beschäftigt mit dem Gedanken, oh, das ist aber unbekannt. Ich sehe doch nicht, was dahinter ist. Und das betrifft genau dich als Fragesteller. Du beschäftigst dich viel zu sehr mit Ungewissheit. Du bist viel, man soll natürlich nicht überstürzt, jetzt irgendwo drauf losbrechen. Das will ich damit auch nicht sagen. Und das sagen dir auch die Karten nicht. Aber die Karten weisen dich darauf hin, dass du vielleicht dein Misstrauen, deine Ängste einfach mal ablegen solltest und dir selbst und deiner Intelligenz vertrauen, dass du vielleicht wirklich auch mit dem Sprung ins Unbekannte genau das Richtige tust. Wir schauen, was die dritte Woche sagt. Da haben wir den Berg, da haben wir die Lilien und da haben wir ein Gegenüber. Dieses Gefühl, dass du Hindernisse und Blockaden vor dir hast, das wird sich in der dritten Woche mehr und mehr lösen. Das heißt, du kommst so langsam in die Ruhe, in die Harmonie und solltest, so wie hier in der Karte beschrieben, vielleicht wirklich mal, es kommt hier ein Hubschrauber vorbei, solltest hier wirklich mal ins Vertrauen kommen, in das Vertrauen, in die Harmonie zurückfinden, vielleicht auch mit Unterstützung eines Gegenübers. Das heißt, für viele von euch kann sich das auch auf eine Partnerschaft beziehen. Eine Partnerschaft, wo ihr vielleicht auch immer wieder ja, euch zurückgenommen habt, wo ihr nicht genügend Vertrauen reingesetzt habt. Und vielleicht ist es da auch mal vonnöten zu sagen, ich gehe jetzt hier intelligent und schlau an die Sache ran und ich schiebe jetzt mal diese dunklen Wolken weg. Ich vertraue auf das, was sich dahinter verbirgt. Du als Fragesteller, du hast die Kraft in der dritten Woche, wirklich diese Blockaden und Hindernisse zu räumen. Du kannst in die Klarheit und in die Harmonie zurückfinden. Und das, wie gesagt, kann sich bei vielen auch auf die Partnerschaft beziehen. Das heißt, es kann zum einen die Partnerschaft, Ehe etc. gemeint sein. Es kann sich aber auch auf berufliche Partnerschaften beziehen. Das ist immer euer Part, wo ihr zuordnen müsst, welches Thema für euch jetzt im Oktober eben von Wichtigkeit ist. Wo ist es für euch wirklich ratsam, mal den Sprung ins Unbekannte zu wagen? Das ist jetzt eure Frage, die ihr euch selbst beantworten müsst. Fakt ist, ihr habt die Möglichkeiten, schon in der ersten Woche in diese Kraft und in die Stabilität zurückzufinden. Vielleicht hattet ihr so eine Zeit, wo ihr nicht so genau wusstet, wie ihr vorgehen sollt. Deshalb der Hinweis, vertrau doch mal auf den Augenblick. Nimm es doch einfach mal so, dass du sagst, es bietet sich jetzt und ich mache es jetzt. Und in der vierten Woche, und das ist wirklich passend, in der vierten und letzten Oktoberwoche sehen wir die Störche. Die Störche sprechen von positiven Veränderungen. Und noch einmal ist es der Hinweis, dass es für euch als Fragesteller gilt. Diese positiven Veränderungen entwickeln sich für euch. Und ihr seid damit in der Lage, wirklich Blockaden und Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ihr müsst wirklich nur ja, dem Augenblick vertrauen, so wie es hier steht. Diesem einen Augenblick vertrauen, der euch sagt, mach es. Und dann wirklich diesen Sprung auch wagen. Und ich schaue hier zum Abschluss noch in die Intuitionskarten von Martin Zoller.
weil die, finde ich, reihen sich eigentlich immer sehr gut ein in das Ausgesagte und geben mitunter dann noch so ein, ja, wie so ein i-Tüpfelchen auf die Aussagen. Das kann dann mitunter auch noch sehr hilfreich und motivierend sein, dass man sagt, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Sprung wirklich jetzt zu wagen. Und so sollte man es dann in dem Moment auch betrachten. So, da haben wir schon die Karte. Ja, schaut euch das an, wie passend. Die Karte Ruhe. Und hier haben wir auch, ihr werdet dann endlich in die Ruhe zurückfinden. Vielleicht ist bei den Fischegeborenen zurzeit vieles im Argen, vieles im Umbruch, viel Aufregung, viel Stress. Und vielleicht ist genau das dann auch so, dass man denkt, oh nee, ich traue mich jetzt nicht, dann kommt hier noch mehr Ärger auf mich zu. Nein, vertraut auf diesen Augenblick, der sich hier zeigt, der euch wirklich die Veränderung bringen kann und vor allen Dingen, der euch hier in die Ruhe zurückbringt. Das Büchlein sagt, beobachte, was um dich passiert. Alles hat seinen Sinn und entwickelt sich. Auch wenn du nicht voll aktiv bist, du darfst einfach sein, du musst auch nichts beweisen, weder dir noch anderen. Aber vertrau auf den Augenblick. In diesem Sinne, meine lieben Fischegeborenen, ich wünsche euch einen wunderbaren Oktober und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch, bis bald!